Hallo Freunde von meiner Whisky, Armin aus seinem Whisky-Fugium. 5 Minutes. Patient des heutigen Abends, Kilhoman, der Sunningo Bay. 46 Volumenprozent und Kilhoman heißt Peated Whisky. Dieses Stöffchen gab es schon Anfang November beim Open Bottle Evening als Ausklang, auch eine Geschichte. Und da habe ich noch so schön erzählt, das ist eigentlich eine Abfüllung für den Travel Retail Only. Und dem ist wirklich so in der Vergangenheit gewesen. Ich habe den ein oder anderen Whisky-Friend hier auch in Gladbeck, der auch schon mal in Fluchreisen unterwegs war. Und der hat mir dann auch mal ein Sample mitgebracht oder auch eine Kartonage vom Sunningo Bay, weil er das eben halt auf dem Edinburgh-Flughafen dieses Stöffchen hat erwerben können. Und auf dem Karton steht es drauf, only for travel retail, das heißt also nur für den Reise-, also für den Traveler-Verkauf letztendlich gedacht. Und dem ist wohl so. Und Corona sei Dank habe ich eigentlich gedacht, das Tröpfchen ist nur deswegen hierher gekommen. Aber man hat sich gewundert, auf den Flaschen keine andere Alkoholmarke, die irgendwie abgeklebt ist, wenn man sauber gemacht hat. Und dann habe ich gesehen, hier hinten steht sogar drauf, imported bei Hanseatische Weinhandelsgesellschaft. Das heißt, also Importeur für Deutschland ist die Habe eben halt hier. Und wenn man denen schon solch einen Aufkleber macht und das Abfülldatum der Flasche ist 31.08. in diesem Jahr gewesen, 21, dann ist es ganz klar, man hat zwar letztendlich die Fässer für die Sunningo Bay Abfüllung für ein Travel Retail Lager, aber man hat nicht die Travel Retail Abnehmer gehabt. Und wenn man es dann in die Märkte verteilen kann, dann verteilt man es in die Märkte, aber dann wird ja nichts umetikettiert oder es kommt nichts zurück, sondern es ist wirklich eigentlich eine Abfüllung, die mal produziert oder angedacht worden ist für ein Travel Retail, die man jetzt ja aufgrund Corona eben halt in die Märkte gibt und über den Fachhandel dort letztendlich vertreiben lässt. Nichtsdestotrotz, ich habe mich gefreut und das ist mal ein, ja, ich sag mal, ein verfügbarer zurzeit Tropfen, den es sonst, muss ich ehrlicherweise gestehen, bei Kilhoman gab es ja immer die ein oder anderen Abfüllungen. Ich habe auch noch Gorm immer wieder gekriegt und ja, letzte Woche habt ihr jetzt gesehen, wo ich hier darauf aufmerksam war, habe ich ein altes Video eingespielt vom Kilhoman Sunike aus dem Jahr 2020, was ich gedreht hatte. Auch der ist da. Da ist Sherryfass eben halt mehr. Und hier ist es so, hier ist mehr die klassische Fassgeschichte letztendlich hier, die man da gemacht hat. Und da bin ich echt begeistert von. Weil als ich damals 2008 das erste Mal letztendlich vor Ort war, da standen die Buffalo Trace Fässer da im Distilleriehof und war der Tenor eigentlich, ja, wir machen Fassgeschichte letztendlich und so Whiskys. Man macht mittlerweile mehr. Ich finde es persönlich gut, dass es so ist, dass man mehr macht, dass man andere Fässer nimmt, eine Vielfalt in seinem Produkt hat. Aber ich finde so diese klassische Bourbon-Fass geprägte Geschichte mit einem rough, rauchigen Spirit. Toll. So, jetzt gehe ich für euch hier nochmal dran. Eingeschüttet hatte ich den mir schon. Schöne Zitrusnoten sind da drin. Für mich blendet sich diese Rauchigkeit immer wieder aus hier bei Kilhoman. Da habe ich sozusagen den im Kopf meine Rezeptoren schon quasi weg. Also ich bin zu sehr ein Rauchaffiner, der das gerne mag und deswegen eigentlich die Gerüche dahinter findet und nicht das Phenolige im Vordergrund. Getreidenoten sind hier auch noch mehr spürbar. Also man merkt, der ist ein bisschen jünger letztendlich als die schon mittlerweile betuchteren und länger schon gebenden Matcha Base, die es jetzt gibt. Aber das finde ich schön daran. Slongy. Der Munde aufgeht, hat man diese Getreidigkeit, Zitronen, Orangennoten, Getreide, Phenole. Ja, gibt immer viele, die sagen, Kilhoman eine Aschigkeit bei Lagerfeuerasche. Finde ich überhaupt nicht. Also für mich sind da eher die Phenole und also
merkt, hat man so das Gefühl auch so ein bisschen, dass man eine Salzigkeit vielleicht da irgendwo hinter hat. So, also man fühlt sich da schon irgendwo so ein bisschen an Strand. Ja, vielleicht irgendwie mit einem Lagerfeuer am Strand, ne? Wo man sein Stockbrot dran macht. Schön. Hoffe, euch gefällt der. Der ist offen. Den kann ich euch probieren lassen. Würde mich freuen, wenn ihr Spaß und Interesse daran habt. Die sind da. Ich hoffe, dass ich da jetzt die ein oder andere noch mal von nachkriege. Sag bis dahin. Zu einem Samstag. Slongi!